Hey und herzlich willkommen zurück zu Starbound, jetzt schon Teil 2. Wieder am Start mit Spike und Fuchs. Ja, wir grüßen euch. Wie ihr seht, ich habe jetzt einen neuen Charakter genommen. Der Vogeltyp hat mir jetzt doch nicht so gepasst. War von der Steuerung ein bisschen komisch. Bin jetzt so eine Art Blumenmensch oder was auch immer das sein soll. Und der ist jetzt recht cool. Von den Quests her habe ich jetzt vorgearbeitet. So weit, wie wir stehen geblieben sind, bis zum Essen machen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen jetzt erstmal unsere Hütte oder so. Jetzt haben wir da drüben natürlich schon dieses Haus schon. Das wollen wir schon gleich mit nutzen. Hey ho. Hey, der Fuchs. Komisch, jetzt wenn ich Aufnahme wieder mache, dann... Ich glaube, das ist Fraps oder so. Und das kann doch was sein. Jetzt springt aber dann nämlich so ein bisschen langsamer, ne, dieser Typ hier. Okay. Weißt du, ich werde hier unten alles zu... Oh, jetzt habe ich selber eingebaut. Müssen wir hier Fackeln hinsetzen? Können wir, müssen wir nicht. Aber Fackeln bringt uns Licht, ne? Ja, genau. Dann setzen wir mal Fackeln mit hin. Oh, cool. Ich baue mal hier unten. Jetzt habe ich bloß kein Baumaterial mehr. Ich habe noch ganz viel von diesem Erdescheiß. Warte mal, okay. Ich will das auch mal ein bisschen setzen. Ich gehe mal rüber und baue mal unser Zeug ab. Das muss ich jetzt einfach nur im Vordergrund setzen, ne? Ja. Jo. Und auch wenn du da Shift drückst, kannst du auch einen Bollen hinsetzen. Wie bei Terraria, gell? Da konntest du, glaube ich, immer nur einen Bollen setzen, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, das Bauen ist hier viel besser als bei Terraria. Okay. Mit dem Pissstrahl. Na. Warum setzt das nicht hin? Achso, das leuchtet immer so rot und grün und keine Ahnung. Genau. Ah, ich hab's, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen farmen gehen, ne? Mhm. Das ist mir wenig. Die Hütte ist ja soweit zu, oder? Also schon, ne? Zu ist sie, ja. Die Türen sind ja hier drin. Ja. Halt noch geschwind den Boden voll machen, dass man dann so ganzen Kram hinstellen kann. Wann ist das Weizen fertig? Also unser... Ja, das ist schon fertig. Wie ernte ich die mit dem Pissstrahl wieder, oder was? Nee, einfach hingehen und E drücken. Ah. Müssen wir die kochen oder so? Ja. Du musst nachher Brot backen, also das kommen bringt dir, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so viel. Ja, ich habe erst einen ersten Ofen bauen. Ja, den sollen wir jetzt eh bauen, ne? Jo. Dann... Weizensamen. Aber die haben gar keine Samen mehr gegeben. Müssten sie aber. Hab ich die. Ich hab nur. Ach doch. Muss mal gucken, vielleicht sind sie oben in der Leiste drin. Das ist. Ja, ja. Manchmal ein bisschen verwirrend gemacht hier. Ich hab auch Rüben oder, glaube ich, Bonebu Seed. Ja, keine Ahnung. Was auch immer das ist. Ich baue ja nochmal wie verrückt ein bisschen Dirt ab. So. So, jetzt ich würde sagen, wir nehmen mal die Bone Boot Seeds und pflanzen die mal mit an, weil dann sehen wir, was dabei rauskommt. Ich baue mal schon mal einen Boden rein. Hast du schon die Kiste gesetzt? Nö, ich wollte erst einen Boden voll schon fertig machen. Ich würde auch gerne mal in eine Höhle oder so gehen. Ja, ja, sobald wir hier alles gesetzt haben, können wir das ja easy going machen. So. Okay, Boden wäre da. Ich setze es halt einfach mal so hin, wie ich denke, ne? Ja, ja. Crafting Table. Und das Campfire müssen wir noch setzen. Oh, jetzt fängt es an mit Regnen. Oh, hier unten ist, glaube ich, eine schöne Höhle. Bist du rechts? Ja, einfach jo, da bei den Samen vorbei. Mal. Ah, das ist auch wieder so ein Planet, wo es nachts kalt wird. Fackeln kannst du auch setzen, wie, also mit deinem Strahl. Ich hab schon welche gesetzt gehabt. Ah, okay, okay. Zack. Da ist noch ein Kupfer. Das ist cool mit dem Wasser rauslassen. Ja, schon. Obwohl ich das fast schon ein bisschen cheatmäßig finde, muss ich jetzt schon sagen, also. Weil normales stört es immer, aber wenn es einfach aus dem Hintergrund rauslaufen lässt, ist halt schon ein bisschen komisch. Ich habe das immer gemacht bei Terraria, immer. Naja, ich bin nie auf die Idee gekommen, weißt du gar nicht warum. Aber hier scheint es nicht wirklich weiterzugehen. Schade. Gibt es hier schon so vorgefertigte Höhlen-Dungeons oder was auch immer? Ja, da gibt es auch so Tempel und so ein Zeug. Okay. Oh. Ja, hier können wir auch noch ein bisschen hoch. Ah, okay, hier ist auch Sackgasse.
darfst nicht unterschätzen, wie weit du springen kannst. Das ist echt verrückt. Lol. Die Steuerung hier ist noch so ein bisschen ungewohnt. Also das fand ich am Anfang auch, aber jetzt mittlerweile, wo ich es jetzt eine Weile gespielt habe, ich glaube 2 Stunden oder so habe ich es gespielt, man gewöhnt sich eigentlich leicht dran. Da warst du schon beim Boss? Ja, der ist relativ easy. Also am Anfang war er, ohne Patch war er ziemlich hässlich. Aber vorher habe ich ihn schön gemacht, da war er eigentlich relativ chillig. Also machen wir halt, wenn wir Rüstung und so haben, dann geht's schon. Ich leuchte mal. Was suchen wir jetzt hier? Hey, Rohstoffe. Was brauchen wir denn noch? Hey, also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt halt mal Rüstung gucken, dass wir Kupfer, Eisen kriegen. Da war da hinten doch so viel, oder? Das war an dem Berg. Ja, gehen wir einfach mal da lang, oder? Der Planet scheint tatsächlich nicht so wirklich gefährlich zu sein. Das ist der Blumenplanet. Ja. Ja, die Bäume sind auch lustig mit den Rosendingern dran. Ja. Ich finde es einfach geil, wenn alles random ist. Da ist was drin. Hier war doch was drin, ne? Jo. Ja. So, wo habe ich jetzt meine... Wo sind die? Auf 9. Ach, die verliert auch, sehe ich gerade an. Ja, genau. Und das kannst du dann mit dem dementsprechenden Sache, aus dem es gemacht ist, wieder reparieren. Achtung, da kommt ein Schießeflieger. Boah, was hat denn der für ein hässlicher Strahl? Den können wir auch noch upgraden einmal um eine Stufe, den Bogen. Ist hey, das Vieh ist bei mir hier. Boah, das killt mich. Ich bin tot. Das killt mich, scheiße. Ich sehe gar nichts, ich hänge irgendwie fest jetzt. Toll, ja, ich hänge hier fest. Ist noch ein bisschen buggy, muss halt einfach abbauen. Also ich bin übrigens tot, gell? Ja, ich bin auch gleich tot, ich habe gar kein Leben mehr. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier rausgehe. Dann ja, kommt ich komme. Komm her, du blödes Mistvieh. Hier ist so dunkel immer. Das hätten sie ruhig ein bisschen länger machen können, dass nicht immer so schnell dunkel wird. Ha, ich habe ihn gekillt. Ja, er hat schon wieder neue gegeben. Vieh gespawnt. Aber das Problem ist jetzt, ich brauche einen Hit, dann bin ich eh weg. Wir müssen mal ein Bett bauen, da brauchen wir ein bisschen Holz. Mhm. Ich habe hier eine Holzding, jetzt habe ich mir gecraftet. Oh Gott, was kommt denn da angerannt? Ich komme mal wieder zu dir. Hey, pass auf, ich nehme das Ding noch mit, das komische Leuchtelicht aus der Höhle. Oh, 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 oh. Oh, oh, die werden böser. Ja, würde ich auch werden, wenn du mit dem Feuerschwert auf mich einschlägst. Aber das ist gar nicht so schlecht mit deinem Feuerschwert, da haben wir immer cool. lebendige Fackeln. Das ist ganz gut. Wir wollten Bäume abbauen. Richtig. Ah, hast du eine Axt gebaut, oder? Dann siehst du mal, wie schnell das geht, das ist total lustig. Ah ja, krass. Gott sei Dank wird's wieder hell. So neblig oder irgendwas, gell? Ja. Aber du läufst auch... Ich meine, du läufst schon wieder langsamer wie ich. Ja, das ist bestimmt Fraps. Okay, ja, ich weiß nicht warum, weil andere Let's Plays oder so funktionieren ja super. Okay. Ja gut, du musst ja noch dazu sagen, es ist immer noch Beta, ne? Oder Early Access. Es ist so neblig, ich bin bald erfroren hier, ja, das sag ich dir. Oh ja, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Da reicht auch eine Fackel übrigens. Also wenn du jetzt eine Fackel irgendwo hinsetzt und dann da dran stehen bleibst, dann wärmst du dich auch. Oh, aber da hat's Viecher. Warum ist das jetzt so neblig? Ich glaube, weil es bald hell wird. Okay. Es hat mich getötet. Er hat mich auch. Also, ja. Ich sehe schon, wir brauchen Rüstungen. Mhm. Ach schön, jetzt wachse ich aus so einer Blume raus. Okay, ich mein Kokon. Nackt. Ich werd ganz normal erstellt in so einem komischen Kanister drin. Nackt stehe ich da. Hab's dir, ach, 55 von diesen komischen Coins hab ich jetzt nur noch. Ja, ja. Ich weiß nicht, es zieht, also ich hatte mal 1000, da hat's dann 400 abgezogen. Oh, krass. Also ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun, wie viel du hast im Moment.
Aber wie gesagt, da bin ich auch, da gucke ich dann lieber nicht in der Wiki nach und versuche es lieber selber rauszufinden. Achso, Tür schließen. Was dann irgendwie lustiger ist. Sollen wir mal gucken, ob wir ein Bett bauen können? Mhm. Ah, ich kann schon eins bauen. Brauchen wir da wieder Slabs oder? Wooden Planks 15. Ja, ist jetzt gerade 10, wa? Jetzt müssen wir uns bloß überlegen, hier wird es langsam echt eng. Bauen wir eine Treppe nach oben. Ja, genau, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich würde da hier. Ja, du kannst auch so halbe setzen, brauchst ja nicht mehr die großen, wa? Jo. So, ein Bett ist da. Könntest du eine Treppe hochbauen, ne? Genau, das hatte ich jetzt so vor. Oder kannst du sogar hochbauen. Guck, wenn du jetzt eh machst, also aufs Bett, dann legst du dich rein und pensch. Ach, wie süß. Und dann recover HP. Ah ja, cool. Bist du voll? Ja, ist doch schon wieder also, dunkel. Also, AP voll. Ist doch schon wieder dunkel. Ja, ich glaube, wenn du stirbst, dann ändert sich die Tageszeit immer irgendwie. Ich hab's noch nicht gerafft, alles genau. Das werden wir noch sehen. Oh, oh, Achtung! Oh, wow. Mich trifft's wieder, super. Ich hab uns eingeschlossen. Ja, ich will es aber umbringen. Stirb! Sollen wir mal weiter auf Exkursionen gehen, ja, oder? Ich muss mein Schwert mal auf 1 legen, ja. Ja, hab ich auch gemacht, das ist schon mal das Beste. So. Jetzt hast du die Haustür offen, das gibt's ja nicht. Ich hab doch eh gedrückt, nee. Die Taschenlampe ist cool, geht irgendwann die Batterie leer? Nicht, dass ich wüsste. Da gibt's auch noch andere Farben, so grün und gelb und sonst Zeug, hab ich gesehen. Ich leuchte dir mal. Du musst länger gedrückt halten. Komm, meine Maus ist immer weg. Die ist immer hinterm Dingensrand da. Ach, wird das noch wieder Flieger? Ach, lol. Pass auf, der Flieger hat dich kaputt. Ich hab's gesehen, ich bin da voll reingerückt. Die Viecher sind ziemlich stark hier, oder meine ich das bloß? Ne, die sind stark. Entweder werden die besser, wenn wir zusammenspielen. Oder wir sind einfach nur zu dumm. Ja, zu dumm würde ich nicht sagen. Ich sag mal, wir sind zu schlecht. Dumm hört sich Lärm so hart an. Und jetzt habe ich noch 37 von diesen tollen Coins. Ja, die brauchen wir nachher auch noch ein bisschen zum Craften. Es ist immer noch Nacht. Alpha Corvi 2197i. Jetzt muss ich mal gucken. Wooden Platform. Hä? Ist der durchgeschossen? Mhm. Was hast du? Nö, ich bin da irgendwie durch die Tür durchgesappt, keine Ahnung. Achso, jetzt muss der. Ah, okay, jetzt sehe ich das. Der muss jetzt mal was essen. Okay. Ah, guckst du. Dann machen wir nochmal guck ein Steak bitte. Und wie esse ich das? Einfach oben in die Leiste reinziehen und dann, also auswählen. Oder equipen, wenn man so möchte, und dann links drücken. Schön. Hm, I'm full. Gut. Kann ich jetzt das so bauen? Und dann in die andere Richtung geht es? Muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. Fällt mir durch. Nee, jetzt nicht mehr. Gerade eben bin ich durch. Wenn du nach unten drückst und springst, kannst du durch so Dinger durch. Hey, guck mal, mein Schwert. Mit Rechtsklick leuchtet es anders. Mit links rot. Mit rechts grün. Ah, okay, na, da ist das so Secondary Attack. Irgendwie ist das qualitativ nicht so gut, was ich jetzt hier baue. Nee. Ich muss das erstmal blicken mit den Treppen bauen, das ist gar nicht so einfach. Kann man dann da noch vorbeigehen? Ja, du kannst ganz normal durchlaufen. Wenn du halt oben läufst, drückst du einfach, wie gesagt, springen nach unten, dann kannst du durch. Ah ja. Okay, ich bin gleich soweit. Ich mach jetzt nur noch geschwind die zwei Treppen, was da noch fehlen.
Da kommt schon wieder so ein fliegendes Vieh hier. Komisch, wie habe ich denn jetzt die Zwischenplattform hier gemacht? Sieht komisch aus, siehst du das auch? Ja. Oh. Moment, ich bin gleich soweit. Das ist nicht so ganz einfach. Oh, schlecht. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das drehen kann. Dranhalten und ziehen oder irgendwas, oder? War das nicht so? Ah, jetzt passt. So, dann kann ich noch das Campfire dahin. Jetzt haben wir echt langsam Platzprobleme, weißt du das? Mhm. Was muss denn hier noch rein in den Ofen, ne? Lass uns doch nach unten bohren. Hier drin. Ah, es wird hell. Pass auf, du baust ein Crafting Table ab. Ja, so wie bei Craft the World hier, wie die Zwerge unten rein, ne? Mhm. Kommen wir wieder hoch? Ja. Mit so Half-Dingern. Irgendwie schon. Ne, du kannst so Teile an die Seite hinsetzen. Ja, so Half-Dinger halt, ne? Ja, genau. Aber da müssen wir es, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht. Ah ja, doch, ein Feld reicht zum Durchspringen. So, den Crafting-Table müssen wir da irgendwo hinstellen. Das setzen wir sinnvoll auf die andere Seite. Was, ist der jetzt weg, der Crafting-Table? Ne, den habe ich auch so eingesammelt. Ah, gut. Wo soll ich ihn hinsetzen? Keine Ahnung. Ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Ja, du, also wir setzen dein Bett auch so hoch. Ja, können wir auch machen. Mein Gott, bis er das Bett abbaut jetzt. Hm. Da gibt's auch so richtige Dinger wie bei Terraria, wo du draufstehen kannst. Was? Also weißt du, nicht so Half-Slaps, sondern sowas wie die Treppe, wo du dann auch noch durchspringen kannst. Ach so, ja. Ja, so halbe weiß Dinger da, genau, ne? Die heißt, weiß die du immer am Rand gebaut hattest, um hochzukommen, ne? Genau, weil du kannst hier auch dann zumachen, weißt du, da fällst du nicht mehr runter, wenn du hier drüber läufst. Hab ich überhaupt noch Holz? Ah, ich habe noch Holz gesammelt vorher. Och, das ist in der anderen. Ja, da musst du dich ja auch erstmal dran gewöhnen, ne? Ja. Ja, du musst halt hier durchschalten, ne? Zwischen den wichtigen Materialien und den in Anführungszeichen unwichtigen Materialien. So, jetzt baue ich hier oben meine Dingens hin. Was ist auf der Höhe? Ab und zu mal spinnt das so ein bisschen mit dem Bauen, ne? Ja, man muss sich einfach dran gewöhnen. Hm. Blöde Loch. So, das muss ja passen. Theoretisch müsste man, glaube ich, die komischen Dinger da oben auch abbauen. Du musst dann können. Nur noch den Crafting Table wieder setzen, dass ich dann. Moment. Dass ich noch Treppen bauen kann, weißt du? Soll ich es einfach da hinsetzen? Sieht alles ein bisschen komisch aus, aber ich setze es einfach mal dahin. Die Pipes da oben kann man auch abbauen. So, ich glaube, die nehme ich jetzt hier ran, ne? Oh Gott, das Treppenbauen ist echt komisch. Mhm. Ja, also der Weg da runter im Haus ist auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, ich baue mal das ab. Juhu. Ist das jetzt besser als Terraria oder? Hm. Puh. Gute Frage. Also ich fand der Terraria total cool, ne? Ja, also so richtig was mal richtige Meinung habe ich noch nicht, weil es einfach noch Early Access ist. Ich meine, für 13 Euro kannst du nichts sagen. Nö, gar nichts. Also für das ist auf jeden Fall spaßig. Also ich habe es ja wie gesagt vorgekauft schon, wo es erst angekündigt war. Der Fuchs ist übrigens Sponsor des Spiels. Das heißt, er kommt im Abspann. Ja, theoretisch schon, ja. Ich stehe da mit dem Abspann Fuchs. Ja, so du musst den Hintergrund mit abbauen, ne? Rechtsklick. Ja, schon. Ich wollte ja, weißt du, so ein bisschen turmmäßig bauen. Können wir da mal eine Rüstung bauen? Irgendwie? Ja, könnten wir, wenn wir Rohstoffe hätten. Ich guck mal hier runter. Wir müssen mal voll die geile Imba-Höhle finden, aber irgendwie, hm. Ja, das Problem ist, wir müssen erstmal ein Furnace auch noch bauen, dass wir unsere
Rohstoffe. Den baue ich ja aus Stein, oder? Schmelzen können. Jo, da brauchen wir ein Campfire und ein bisschen Stein. Ja, dann baue ich mal ein bisschen Stein, ne? Ich baue mal eine Treppe fertig, die sieht so unfertig aus. Hast du was gegen meine unfertige Treppe? Nein. Ich? Na, nie. Ich weiß gar nicht, bei Terraria hattest du gar nicht sowas wie eine... Ah doch, du hattest ja immer so einen komischen Knüppel gebaut, damit hast du mal alles abgebaut, ne? Naja, das war da ein bisschen unglücklich, sag ich mal. Hey, ich baue jetzt mal den komischen Tunnel, den wir da runter gebaut haben, ein kleines bisschen zu. Der ist irgendwie ein bisschen blöd, so. Was cool war bei Terraria, wenn du gestorben warst, war da immer so ein Grabstein. Ja, ist richtig, ja. Ich hatte da irgendwann mal 100 Grabsteine ringsrum. Okay. Dann stirbst du eindeutig zu viel. Aber Mike, was ich jetzt gerade gesehen habe, ich will jetzt nicht rumheulen, aber deine Plattform, wo dein Bett draufsteht, ist 1 zu lang. Mein Gott, dann baust halt ab. Ich brauche halt nur meine große Plattform. Ich bin mal so frei und kannst du die ganze Treppe nochmal neu setzen. Ja, muss ich jetzt ja wohl. Aber dann haben wir in der Mitte auch noch Platz, was reinzusetzen, weil es dann ein Feld kürzer ist. Wir bauen halt irgendwann mal den riesen Megapalast. Können wir machen. Treppen. Ich habe jetzt 52 Steine. Reicht das für diesen Ofen? Ich denke. Obwohl es immer relativ viele Sachen sind. Die wollen immer viel hier haben, gell? Ja. Und was hässliche ist, die Ores. Also die, Erze. Da kommt aus 2 Erz kommt immer nur 1 raus. Ob das nachher irgendwie mit einem anderen Crafting-Ding besser wird, weiß ich nicht. Achso, meinst du mit einem anderen Abbau, Hacke? Ja, mit einem anderen Schmelzofen oder so. Ja. Also so ein bisschen umständlich mit den Treppen ist es ja jetzt schon. Egal, machen wir da. Passt schon. So, jetzt gucken wir mal, ob wir diesen blöden Ofen bauen können. Ich setz mal die Kiste hier hin. Wir müssen hier eh, Und hau da mal die Ores rein. Fornize, wo bist du? Fornize. Ich hab das doch gerade gesehen. Ich geh's einfach mal unten rein. Stone Furnace. Achso, ein Campfire brauchst du dazu. Ah ja. Jo. Da brauchst du auch unverarbeitetes Holz. Ich hab nochmal einen Baum abgebaut. Gut. Wunderbar. Also mit der Steinspitzhacke dauern die Steine hier ultra lang zum Abbauen. Das sind ein bisschen voll die Inbar-Steine. So, jetzt haben wir das fest gefüllt. Ah, das ist sogar leichtes Metall. Next we need to get you some armor. Working with metal requires an anvil, but before we can craft one, you'll need to melt some iron ore. Also wir müssen jetzt mal Eisen schmelzen. Jo, das ist hier in der Kiste drin. Also wenn du den Ofen hier unten hinsetzt, wo ich gerade bin, dann können wir da immer... Dann können wir da immer schmelzen. Der sieht ja süß aus. Es ist ja schon so blöd, jetzt muss ich jedes Mal hüpfen, oder was? Ja, schon, gell? Ja, es war vielleicht etwas unüberlegt gesetzt. Kohle und Kupfer ist da nur drin. Ja, dann können wir nur Kupfer schmelzen. Brauchst du da Kohle dafür? Nö. Einfach nur rein in den Ofen und... Wofür brauchst du denn Kohle? Für Fackeln und für Raumschifftreibstoff. Ah ja. So, jetzt schmelzt hier mal ein bisschen Kupfer. So, mal ein bisschen weiter hier. Ein bisschen Expedition machen. Ich hätte gerne mal voll den coolen Tunnel oder so. Ich würde noch ein bisschen HP recovern kurz. Aber du kannst ruhig schon mal vorlaufen. Greift mich das Krokodil an? Ja, die meisten. Greift mich das Krokodil an? Keine Ahnung. Wie gesagt, da die Viecher alle random zusammengebaut sind. Also jetzt schon. Ja, das ist richtig. Würdest du auch mit dem Pfeil im Hals stecken, hättest. Der Dino da unten greift uns nicht an, das weiß ich schon. Ja, geh du mal vor, du hast das Feuerschwert. Ah, wir gucken mal in die Höhle hier rein. Ich habe nur noch eine Fackel, sehe ich gerade so.
Oh, hier geht's weiter runter. Oh, cool. Oh, ich hab's doch mal. Oh ja. Ich leuchte dir mal den. Ach, da ist schon wieder Ende. Toll. Ich dachte, jetzt kommt ja voll der Mega-Dungeon. Oh, da hat's Kohle. Das ist jetzt ein bisschen nervig, weil da überall die blöden Dinger da rumhängen. Die wieder ewig brauchen zum Abbauen. Kann man die nicht mit was anderem abbauen? Also, ich wüsste nicht mit was. Doch, schau mal, mit einer Axt. Oder? Ah, okay. Geht das nicht schneller? Also, wenn sie so zittern? Ja. Ah, okay, ich glaube, das geht sogar schneller. Oh ja, viel schneller. Der Pissstrahl ist eigentlich voll cool. Ja, außer dass du einen Pissstrahl nennst, ist ja cool. Ne? Na, wenn du so nach unten machst, so blub, sieht das aus, als würde der ein bisschen. Ich bewerf dich mal mit abgebauten Steinen, wenn das okay ist. Ja, ja. Oh. Ob das was für die Ines ist? Hat die mal Dings Terraria gezockt? Nee, weiß ich nicht. Können Sie mal fragen. Ich spoilern was du wieder. Du, zu Weihnachten schenkst du der Diablo, ja? Kann ich jetzt nichts zu sagen, wenn sie das Video tatsächlich anguckt. Ich kann es erst nach Weihnachten hochladen. Ist das ein bisschen blöd? Die guckt doch nicht auf meinen Kanal, die weiß doch schon gar nicht mehr, wie der heißt, oder? So, okay, weiß ich nicht. Nee, ich musste das letztens auch sagen, wie mein Kanal heißt. Weil sie gucken wollte, wie das Video vom Hexenmeister ist. Ah, okay. Oh Gott, dieser blöde Ding, das ist doch ja echt ewig. Also am Anfang ist echt eine Katastrophe mit der Abbauerei. Mhm. Aber wir müssen einfach ein bisschen Kupfer finden, da haben wir schon mal Kupferachs. Hier oben ist irgendwas, da steht Danger. Schon ziemlich gut. Und da ist ein Fernseher drin. Oh, das ist so eine Forschungsstation. So, aber eine kleine, so wie es aussieht. Oh, weißt du was? Das sind die Dinger hier sind die, was ich gemeint habe. Ja, genau, die kann man nämlich abbauen. Zack, 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 zack. Du kannst hier alles abbauen, das finde ich total nice. Oh, und eine Kiste. Hinten mit der. Mit meinem Trick lasse ich erstmal das Zeug ab. Deinem Cheat-Trick. Ah, das ist bestimmt irgend so ein Kackstein hier, wa? Dann müssen wir es nach unten ablassen. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, muss nach unten ablassen, weil der Stein, der ist so hart. Okay. Oh, shit, ich bin vergiftet. Eigentlich kannst du auch einfach nur zubauen. So geht's auch. Zack, also wenn du jetzt noch so, wenn du noch grüne Steine hast, kannst du nämlich auch einfach zubauen, weißt du? Bup, fertig. Da ist drin. Geld. Flair. Gut für Lightning. Ah, so ein Knicklichter, oder? Hey, Flair ist, glaub ich, so Fackel. Weißt du, so ein. Silber, so eine. Ist auch drin. Okay, das ist schon mal gut. Baust du die Kiste ab? Oh, kann ich tun. Das ist jetzt Flair. Schau, Knicklicht. Ja. Ja, cool. Ja. Ich nehme das Danger-Schild noch mit, das gefällt mir. Kann ich das Knicklicht wieder einsammeln? Nee. Hier oben sind noch irgendwelche. Ah, ich glaube, wenn es wie bei Terraria ist, wir reden die ganze Zeit Terraria, das ist echt Hölle, dann kannst du es auch ins Wasser schmeißen. Aber da wir Wasser eben im Cheat ablassen, ist das eh egal. Was sind das hier für Deko, ja? Glaube ich. Ja, ich kann's auch abbauen. Kannst alles abbauen im Spiel, das ist so geil. Schade, ich dachte, das wären irgendwelche. Ah, ne, das ist eine Flask. Schon geil. Blue Flask, aber ob man die benutzt. Steht nur dran, dass es blaue und rote Flüssigkeit ist. Soll ich mal trinken? Vielleicht bist du dann. Mein mehr als verrecken kann ich nicht, also. Achtung, ich habe mal eine rote. Ah, ne, ich kann es nicht benutzen. Doch, jetzt. Das hast du oben hingestellt. Ach so. Okay, dann ist das tatsächlich nur Deko. Ich will jetzt mal voll den Dungeon finden hier. Boah. Ja,
Ja, das sind wir eh schlecht equipped noch da für. Oben ist ein... Oh, was ist denn das für ein Viech? Es kommt! Stoop! Down. So, aber bevor wir jetzt weitermachen, würde ich erstmal die Aufnahme schnell beenden. Ja, da bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Teil, wenn es heißt, wir spielen wieder Starbound mit dem Fuchs. Bis dahin, macht's gut, ciao. Jo, ciao.